Moin, was geht ab, ihr Lümmels? Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Forza Horizon 4. Wir haben ja inzwischen uns für die Herbstmeisterschaft, sage ich jetzt einfach mal, qualifiziert. Haben auch das erste Event abgeschlossen und dadurch jetzt zahlreiche Optionen freigeschaltet. Ihr habt es ja am Ende der letzten Folge gesehen. Inzwischen können wir auch ganz entspannt das Auto wechseln, was uns gerade bei dem letzten Rennen in der letzten Folge, den Arsch gerettet hätte, aber es hat ja dann trotzdem durchs Herunterstellen die Schwierigkeit um das vorletzte auf der Schwierigkeitsstufe dann nochmal geholfen. Ja, und jetzt fahren wir auf jeden Fall als nächstes mal zu unserem nächsten Stunt. Haben wir auch wieder ganz viele Sachen bekommen. Links abbiegen. Warum jetzt? Großartige Neuigkeiten. Ich habe einen Fahrer für unser erstes Schaurennen gefunden. Ein Neuling. Muss ich noch beweisen, aber hochtalentiert. Enormes Potenzial. Wird das Rennen unvergesslich machen. Also, hast du jetzt Zeit? Oh Leute, guckt euch mal an. Wir haben jetzt schon wieder fast 1 Million Credits, Alter. Gerade eben waren wir noch vor der Pleite. So, und jetzt einfach ganz entspannt auf ganz entspannter Basis ganz viel Kohle. Ah, okay. Dein Auto erregt Aufmerksamkeit, egal wo du hinfährst. Er hätte sofort 2000 Fuhrparkeinfluss. Die Leute lieben dein Auto. Das ist vielleicht gar nicht so verkehrt. Dann gibt es auf jeden Fall mehr EP, sag ich jetzt mal. Okay. Dein Auto tut sich in Sauberen hervor, du erhältst 150% erhöhte Fähigkeitswertung. Okay, das können wir sowieso alles nicht machen. Ja, machen wir, glaube ich, das hier. Vorteil nicht verfügbar. Ach so, okay, dann muss ich dir ja sowieso mit dem Scheiß erst loslegen. Meine Güte. Rechts abbiegen. Oh, Moment. Moment. War das nicht? Das war ein anderer. Solo natürlich. Sieh mal an, wer da ist. Hast du Bock auf mehr Action? Da wette ich drauf. Okay, wir haben ein paar Straßen entlang der Küste absperren lassen. Fahr mit deiner Karre dahin. Das Stuntfahrzeug bekommst du später. Wenn du siehst, verstehst du's. Ja, bin ich ja mal gespannt, ob das verstehe. Dann Stunt-Crew im South Moor. Und lass ihn nicht zu lange warten, ja? Das gefällt dir nicht. Safe bin ich in 2 Minuten da. Frag mich dann, warum es wieder 8 Minuten gebraucht hat. In 400 Metern rechts abbiegen. Bin schon mal vorher abgebogen. Rechts abbiegen. Metern links abbiegen. Links abbiegen. Oh oh, oh oh, oh oh, das ist knapp. Hallo?
Ausfahrt nehmen. Warum fahre ich das? Warum fahre ich nicht einfach rechts? Ich sag dir, was zu tun ist, und dann bist du dran. Diesmal gibt's keine Jets oder Sprünge, nur eine wunderschöne, rasante Fahrt auf der Küstenstraße. Soll der gleiche Film sein. Keine Ahnung, ich habe das Drehbuch nicht gelesen. Und du fährst? Manchmal hat der Job eben auch seine Vorzüge, nicht wahr? Und los, Szene 29. Schöne Fahrt. Action! Ist das jetzt hier Mafia-Tribute oder was? Das ist ein 90 Jahre alter Rennwagen. Der braucht eine starke Hand. Mach, was du willst, aber fahr nirgendwo gegen. Jetzt gleich auf der Küstenstraße. Denk dran, wir wollen Eleganz, Geschmeidigkeit und Tempo. Also gib Stopp. Hast du gerade meinen eleganten Griff gesehen? Also noch eleganter geht's nicht. Absolut untypische Race-Musik. Aber ey, ich feier's. Hallo, hallo, hallo. Ist das elegant genug? Ja, man, also, die Aufnahme, das Auto, das Setting und all das. Und du bist auch nicht schlecht gefahren. Geil. Wahnsinn, Alter. So, dann machen wir jetzt auf jeden Fall mal. Okay, Fabian. Ich habe die Route zu einer Rennveranstaltung in der Nähe geplant. In der Nähe, 9 Kilometer. Alles klar, danke dafür. Blitzer. Ich weiß gar nicht. Schaffe ich überhaupt auf 200? Ja, bestimmt schaffe ich es soweit, oder? Okay, warte mal. Machen wir erstmal diese Kacktafel. Ah ja, easy schaffen wir 257. In 400 Metern rechts abbiegen.
habe mich für ein bisschen früher entschieden. Du hast dein Ziel erreicht. Alles okay? Nein, nein, du solltest ja in das Ding reinfahren. Das war eine Bonustafel. Kiras Team hat sie hier überall versteckt. Die hat ihr einen Einflussboost verschafft. Okay, da kommt eine Blitzerzone. Du gibst Vollgas und ich tracke deinen Schnitt am Laptop. Drück drauf! Du musst in der Zone bleiben, damit wir dich tracken können. Sorry. Gut, Alter. Bist du ein bisschen dumm? Ich dachte, der Blitzer steht einfach da hinten. Das hättest du mir auch früher sagen können, Spatten. Kennst du diese Fernsehsendung, in denen die Leute aus der Stadt wegziehen, um hier zu wohnen? Naja, man kann schon verstehen, warum, oder? Okay. Die Wand kam spontan. Okay, warte mal, dann lass uns doch mal einfach hier direkt weitermachen. Was denn das? Achso, das war ja das Ding. Das hatten wir, ne? Ja. Okay, also dafür gibt es sowieso nichts weiteres. Backstage. Erhalte exklusive Autos. Okay, warte, dann machen wir mal die Schnellreise. Ja, ja, komm. Das sind Peanuts. Und dafür bin ich jetzt hier hingetravelt, Alter. Ich will mein Geld zurück. Okay, egal, dann machen wir einfach hier was nächstes. Oh, warte mal, Einflusstafel können wir auch mal eben zerstören. Lass mich die mal eben markieren. Bei nächster Gelegenheit wenden. Ab. In 100 Metern rechts abbiegen. Dein Ziel erreicht. Stelle dich Community-Herausforderung in die Horizon Super 7. Nee, wir können ja erstmal mit dem ganz normalen Schissel weitermachen. War. Achso, das ist ja nur so ein Dingens. Hintergassen Driftzone. Das haben wir. Das ist wieder Dirt mit Ö. Straßenrennserie. Da hätte ich schon Bock drauf, Mann. Dann lass uns da hinfahren. Thank you.
Warte, was für zwei Sterne, Alter. Bei nächster Gelegenheit wenden. Mach ich gleich, warte. Das kann ich aber nicht auf mir sitzen lassen. Och, ey, 11 km/h mehr. Kack ab, Alter. Hier ist Hospital Records. Mein Name ist Chris Goss und ich habe gerade mit Alex Tracker telefoniert. Der Typ, der die Dirt-Rennserie organisiert? Ja, genau der. Runde 2 der Dirt-Rennserie? Ist die Stadt klar? Wie? Horizon. Seht ihr euch einfach die Action an und wir bleiben hier und spielen euch Tracks wie dies. Ah ja, egal. Klar, was? Bloß nicht aufhören. Das ist erst der Anfang. Ich dachte, jetzt heißt es so von wegen so, yo, Dicker, dein Auto ist im Arsch, komm mal in unsere Werkstatt. Erstmal anhüten. So. Metern links abbiegen. Links abbiegen. In 400 Metern scharf links abbiegen. Scharf links abbiegen. Hat geklappt. In 200 Metern rechts abbiegen. Rechts abbiegen. Hospital Records zeigt Horizon UK, wo es lang geht. Stimmt's, Chris? Ja, Tony, genau das machen wir. Sag mal, hast du schon das Neueste gehört? Ein paar Fahrer haben sich Häuser in der Nähe des Festivals gekauft. Immer eins ernst. Also, wenn mir jemand ein Haus in Broadway schenken würde, in dem ein Kinofilm gedreht wird, würde ich es auch nehmen. Würdest du es nehmen, weil du es geschenkt bekommst oder wegen des Kinofilms? Gute Frage. Keine Ahnung. Ah, okay, na dann spielen wir einfach das nächste Lied. Okay, klar. Was dagegen? Tracks auflegen können wir da. Hallo Fabian.
Hi. Ich weiß, es fühlt sich so an, als stündest du erst am Anfang. Aber dieses Schaurennen ist eine gute Gelegenheit, Fans zu gewinnen, die deinen Namen schreien. So, jetzt können wir aber mal wirklich das Höchste einstellen. Und gucken wir mal, ob das wirklich so easy dann noch geht. So fett wie der ist, wie soll ich denn an dem vorbeikommen? Ey, der schummelt! Oder so. Nochmal. Ja, schon besser. Junge, wie viel Speed hat der bitte am Popo, ey? Guckt euch das mal an, ey. Räder schlagen zwei Gebläse und eine große Luftmatratze eben immer. Ich habe keine Sekunde an dir gezweifelt. Glückwunsch! Du hast dich für die Horizon Wintersaison qualifiziert. Die Bedingungen und der Wettkampf werden erbarmungslos. Sitzbezüge aus Wolle und Wärmflaschen sind optional. Okay, aber wir sind ja noch lange nicht fertig. Wir haben erstmal noch ein bisschen anderen Schlüssel hier zu erledigen. Da allerdings nicht, weil das ist DLC-Gebiet. Fortune Island. Das ist, glaube ich, auch DLC. Ach, ich muss, oder was? Lol, ich muss da jetzt hin. What the fuck? Da will ich aber nicht. Ich fahr jetzt zuerst da hin. Das Paket, was wir in der letzten Folge gesehen haben.
Zeig dir mir das an, Alter. Hey, wo ist die Karte? Ah, ich sehe schon. Scharf rechts abbiegen. Oh Mann! Was soll ich sagen? Rechts abbiegen. Hovercraft-Schaurennen war der reine Wahnsinn. Abgefahren, total abgehoben. Das Ding schwebt. Bei nächster Gelegenheit wenden. Hoch hinaus, genauso hoch hinaus, wie unser Schaurennen-Champion will. Oh yes, Scott Tyler auf Base Arena, der erstmal tief Luft holen muss. Route wird neu berechnet. Den Glück wünschen kann. Ohne dich wäre es nicht Horizon, Kumpel. Bei nächster Gelegenheit wenden. In 400 Metern rechts abbiegen. Jetzt war ich eiskalt zu schnell. Rechts abbiegen. Bei nächster Gelegenheit wenden. In 400 Metern rechts abbiegen. So, jetzt aber. Jetzt kommen wir hin. Ganz ehrlich, da kann ich auch einfach mehr mit reinfahren. Ganz so weit werden. Also sind immer noch 5 Kilometer. Deswegen würde ich sagen, machen wir jetzt an der Stelle Feierabend, weil wir haben auf jeden Fall schon unsere Zeit wieder voll. Wie es weitergeht, das seht ihr auf jeden Fall in der nächsten Folge. Bis dahin, haut rein. Cheerio.